Ich begrüße zuerst unsere Gäste, der Schriftsteller. Ja. Frau Cora Josting, Cora liest die deutschen Schnitten heute vor. Dr. Günther Ort, Günther übernimmt heute die Übersetzung. Mein Name ist Jesse Afghani. Ich werde die Diskussion heute moderieren. Ich werde die Diskussion auf Arabisch führen und parallel läuft aber auch eine Übersetzung, wie gesagt, von Dr. Günther Ort. Bevor wir anfangen, möchte ich Frau Cora Josting und Frau Raya Belhashmi einladen, uns über die Veranstalter, den Rushfond und Ansatz in Freies Syrien zu informieren. مساء الخير سيدات السادة أهلا وسهلا فيكم الأمسية الثقافية الأدبية الكاتب السوري نهاد سيريس باسم مؤسسة باسم المنظمين الأمسية مؤسسة ورش للفكر الحر وتجمع معا من أجل سوريا حرة رح فيكم اليوم المساء وبالكم شكرا كثير لأنه أنتم جيتوا وقدرتوا دعوة وبشكر كمان مؤسسة أنا لينك للدعم المادي لنجاح الأمسية اليوم بدي رحب بضيوفنا الكاتب السوري نهاد سيريس السيدة كورا يوستين كورا رح تقرأ المقاطع الألمانية والدكتور جونتا أوت رح يكون اليوم عم يساعدنا بترجمة مشكورة قبل ما نبلش بدي أطلب من السيدة كورا يوستين ومن السيدة غدا رايا الهاشمي يخبرونا بسرعة عن مؤسسة إبر رشد للفكر الحر ولتجمع سوري معا من أجل سوريا حرة. مرحبا وأهلا فيكم. بدي أقدم إن شاء الله بسرعة بس جمعية جمهورية أين فرايس سوريان مع من أجل سوريا الحرة اللي شاركت في تنظيم هالأمسية. ونشكر الأستاذ نهاد سيريس أنه لبى دعوتنا اليوم وجمعنا اليوم نسمع من قصته الجميلة. جمعيتنا تأسست بعد أسابيع من انطلاق الثورة السورية في سنة 2011 واللي جمعنا بوقتها أنه كنا مهتمين كثير انه مو بس يسقط النظام الدكتاتوري، كان مهمنا كثير انه نحافظ انه تتحقق قيم الثوره واهدافها في الحريه وكرامه الانسان وحقوق الانسان والعداله الاجتماعيه والمساواه بين كل المواطنين السوريين والسوريات. وبعدين عملنا كثير نشاطات في السنه الاولى وصارت تطورات اليمه ومحزنه كلكم تعرفوها ما رح نحكي عنها. ويبدو انه الطريق قدام السوريين لسه طويل كثير ومعقد بس بنحاول نحافظ على روح الثوره وانقاذ ما يمكن انقاذه. واهلا وسهلا فيكم. Ich begrüße Sie alle. Ich stelle gemeinsam Verein Freies Syrien vor, den Verein, den heute auch mitveranstaltet. Unser Verein ist im Jahr 2011 gegründet worden, nach Ausbruch der syrischen Revolution, Wochen später. Was uns damals vereinte, ist, dass uns nicht nur wichtig war, das diktatorische Regime zu stürzen, sondern auch, dass die Ziele der syrischen Revolution in Gang gekommen, verwirklicht werden, und zwar Freiheit, Menschenwürde, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und Gleichheit, Gleichberechtigung aller syrischen, aller Bürgerinnen und Bürger Syriens. Leider gab es später viele traurige Entwicklungen, über die ihr informiert seid. Und es scheint so, dass der Weg vor den Syrern noch sehr lang und kompliziert ist. Und trotzdem wollen wir versuchen, den Geist der Revolution beizubehalten. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ganz kurz noch zum Rushfond. Uns gibt es seit 1998. Da haben wir den Rushfond gegründet anlässlich des 800. Todestages des Namenspatrons und seitdem jedes Jahr einen Preis verliehen, in dem es immer um freies Denken geht,
das Unterfeld sozusagen variiert jährlich. Wir hatten schon Journalismus, Politik, Musik, Literatur und so weiter. Und seit den arabischen Revolutionen haben wir uns bemüht, mehr Veranstaltungen oder andere Aktionen zu machen, zum Beispiel ein Schulprojekt in Palästina, wo es um Demokratie von früh auf quasi geht, um Erstellen von Schülerzeitungen und auch die Imrust Lectures ins Leben gerufen, von denen dies eine ist. Und eigentlich sollte an dieser Stelle ein syrischer Autor sitzen, der sich befasst hat mit dem Blick auf den Balkan von Westeuropäern, also wie dieser Teil Europas orientalisiert wurde. Der ist aber ziemlich plötzlich erkrankt und glücklicherweise hatten wir noch schon seit längerem die Veranstaltung mit gemeinsam mit Kreis Syrien und Nihat Sidis geplant, so dass das an dieser Stelle einspringen konnte. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, das ist alles zu Ihnen. Nihat Sidis, كاتب سوري من مواليد حلب 1950، يكتب الدراما والرواية والدراما التلفزيونية والمسرح وبرامج أطفال. نعرض له عدة أعمال تلفزيونية، كان آخرها الملاك الثائر عن حياة جبران خليل جبران، وكان أولها مسلسل خان الحرير اللي انعرض بجزئين الأول والثاني بين سنة 1993 1998. صدرت له مسرحية بيت الألعاب، انعرضت باللغة العربية عام 1997 بالكويت، وترجمت بعد هيك للإنجليزي، وعرضت على مسرح جامعة براون بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2013. Wir stellen vor Nihat Sidis, den syrischen Schriftsteller, der 1950 in Aleppo geboren wurde und der Romane, Theaterstücke und Fernsehstücke oder Fernsehserien schreibt, aber auch Kinderprogramme fürs Fernsehen. Sein erstes im Fernsehen übernommenes Werk war, sein letztes war der revolutionäre Engel. Da geht es, das basiert auf einem Stück von Gibran Khalil Gibran. Und seine erste Serie war Khan el-Harir, der Seidenkontor, der zum ersten Mal im Jahr 1996 aufgeführt wurde. Dann gab es noch das Theaterstück Das Spielzeughaus, das auf Arabisch 1997 in Kuwait uraufgeführt wurde, danach ins Englische übersetzt wurde und auch in den Vereinigten Staaten schon auf die Bühne gekommen ist, und zwar im vergangenen Jahr 2013. أولى أعمال نهاد سيريس الروائية كان رواية السرطان عام 1987 ومن رواياته الكوميديا الفلاحية 1990 حالة شغف 1998 ورواية اليوم صمت والصخب واللي صدرت باللغة العربية عام 2004 وترجمت للغة الألمانية عام 2008 تحت عنوان علي حسن سينتريغل عن دار نشر لينوس فيلر من مدينة زيورخ بسويسرا وعنا حصل الكاتب على جائزة غوكا في مدينة كوبوك عام 2013. Sein erster Roman, Der Krebs, erschien im Jahr 1987 in Syrien. Seine weiteren Romane waren beispielsweise die Bäuerliche Komödie 1990, dann Ein Zustand der Begeisterung 1998 und schließlich das hier vorliegende Buch Ali Hassans Intrige, dessen arabischer Titel eigentlich ganz anders lautet, nämlich Schweigen und Lärm. Erschien 2004 auf Arabisch, wurde 2008 ins Deutsche übersetzt und erschien beim Leos Verlag in Zürich in der Schweiz. Das Buch ist hier erhältlich und für dieses Buch erhielt Nihat Sidis im vergangenen Jahr in Coburg den Friedrich-Rückert-Preis. Da war ich in der Jury. عن رواية اليوم صمت والصخب قبل 10 سنوات من اندلاع الثورة في بلاده. يحكي الكاتب السوري نهاد سيريس عن الحب والجنس والسياسة في ظل حكم الزعيم للبلاد، ويتناول علاقة بطل قصته الكاتب المغضوب عليه فتحي شين بصديقته لما، ويغوص بأسلوبه الساخر بأدق تفاصيل حياته اليومية من علاقته مع أمه
لظروف سياسية صعبة والضغوطات اللي قد تضطر لإعادة التفكير بسواد الأخلاقية. Zu dem Roman Ali Hassans Intrige, der heute Thema sein wird, der zehn Jahre vor Beginn der syrischen Revolution erschien und damals schon ein hochpolitisches Thema antastete. Es geht um einen syrischen Schriftsteller, es geht um Liebe, um Sex und Politik im Zeichen der Herrschaft des großen Führers. Und da geht es um die Beziehung des Protagonisten, der selbst ein Schriftsteller ist, der aber vom Regime verfemt ist, und dem Fetheshin, seiner Freundin Lama. Und da wird mit sehr viel Ironie und sehr viel Liebe zum Detail der Alltag dieses Schriftstellers beschrieben, der also Veröffentlichungsverbot hat. Es geht aber auch um Beziehung zu seiner Mutter und um die ganzen politischen Umstände, die ihn, sowohl ihn als auch seiner Mutter, dazu verführen, moralische Grundsätze aufzugeben. بدنا نسمع مقاطع فورا من الرواية، بس قبل ما نبلش أستاذ نهاد بدي أسألك، بظروف سياسية صعبة وخاصة بالنسبة لكاتب ساخر مثل نهاد سيريس، أنت لحد السنة الماضية كنت عايش ومقيم تكتب بمدينتك حلب. بيطلب منك بداية تخبرنا شوي عن الظروف المحيطة بحياتك بالسنين الأخيرة وعن الظروف اللي اضطرتك أنك تغادر البلد وتلجأ خارج وطنك. Bevor wir dann gleich in die Lesung einsteigen, noch eine Frage an Nihat Seris zu den politischen Umständen in Syrien. Bis letztes Jahr hatten Sie ja noch in Syrien in Aleppo gelebt. Unter welchen Umständen konnten Sie in den letzten Jahren dort bleiben, beziehungsweise was hat Sie dann dazu veranlasst, aus Syrien wegzugehen? في البداية أرحب فيكم وشكرا لحضوركم وبشكر الجمعيتين اللي استضافوا الأمسية، جمعية سوريا الحرة وجمعية بردوشت. بالنسبة لحياتي في سوريا قبل الرحيل عنها كانت يعني كان عمل مستمر في تقديم الصورة الحقيقية لتراث المدينة، مدينة حلب. وعملت كما ذكر الأخ يسر في خان الحرير اللي هذا العمل الذي وثق للمدينة التي تعرضت الآن إلى دمار كبير. هذه المدينة تم توثيقها في هذا العمل وأنا سعيد أنه عملته في الوقت المناسب من حيث الحياة الاجتماعية، العمران، التراث العمراني، التراث الموسيقي، التراث الشعبي من أمثال شعبية وخلافه. أيضا كان اهتمامي أيضا بالإنسان السوري من حيث توعيته، كشف الأمور أمام عينيه، جعله يفتح عينيه من أجل أن يتقدم نحو الوعي، الوعي بالذات، الوعي الموضوعي في العالم حوله. لذلك منذ بداية أعمالي وكانت رواية رياح الشمال، رياح الشمال اللي وثقت لي الحياة السياسية والاجتماعية منذ بداية القرن العشرين في سوريا وخصوصا في مدينة حلب من حيث رؤيتها لنفسها ورؤيتها للعالم وللأحداث. Ich begrüße Sie und bedanke mich dafür, dass Sie gekommen sind. Ich bedanke mich auch bei dem Verein Gemeinsam für ein freies Syrien und bei der Ibn Rushd Stiftung, dass Sie mich zu Gast haben.
In Bezug auf Syrien, ich habe dort in den letzten Jahren vor allem an einer Dokumentation der Stadt Aleppo gearbeitet im Rahmen meines Werkes der Seidenkultur. Eine Dokumentation einer Stadt, die jetzt weitgehend in Trümmern liegt. Ich bin froh, dass ich das damals noch rechtzeitig getan habe, dass ich in diesem Werk das soziale Leben, aber auch das architektonische, musikalische und künstlerische Erbe meiner Stadt beschrieben habe, dass ich dort Sprichwörter aufgezeichnet habe und festgehalten habe, wie die Syrer dort leben, denken und wie sie ihr Bewusstsein verändern, wie sie versuchen, selbstbewusster zu werden. Und auch in einem anderen Roman, Riyah al-Shimal, Nordwind, habe ich beschrieben, wie am Anfang des 20. Jahrhunderts das politische und gesellschaftliche Leben in Syrien war, insbesondere aber auch in Aleppo, wie die Stadt sich selbst sah und wie sie von außen gesehen wurde. سأقرأ قليلا باللغة العربية ومن ثم سأترك الأمر لكورا لتقرأ باللغة الألمانية لأنه معظم الحاضرين يعني متكلمين بالألمانية. فتحي، أريدك أن تتعرف على شخص يهمني أمره. لا بأس، ولكني أريد أولا أن أشرح لك الموضوع. أي موضوع؟ الموضوع الذي بسببه أريدك أن تتعرف عليه. وضعت فنجان قهوتي لكي أجعلها تشعر بأنني أستمع إليها بشكل جيد. أما هي فقد استمرت في إمساك فنجانها وتقريبه وإبعاده عن فمها، تابعت وهي تنظر في عيني. إنه يريد أن يخطبني منك. ليس هناك من خطأ، فقد فهمت ما قالته تماما، ولكنني تساءلت. يريد أن يخطبك مني؟ بالضبط. أقصد أننا سنتزوج، وبما أنك ابني الكبير، فإنه يريد أن يتعرف عليك ليطلب يدي منك. هل قصدي واضح؟ أمك ما تزال صبية، ومرت 5 سنين على وفاة المرحوم والدك، وهناك رجل يريد أن يتزوجها. المسألة واضحة، أليس كذلك؟ قلت أنا أحتاج إلى وقت لأجد نفسي أين أنا من كل هذا الموضوع. فاجأتيني يا أمي. لو كنت خائفا من ردود أفعالك لكنت عملت مقدمات لكنت لمحت لك منذ البداية، ولكنني دخلت في الموضوع مباشرة. ادرس الموضوع إن كنت تود ذلك، ولكن عليك أن تأخذ بعين الاعتبار أنني ما زلت صبيا، وأنا موافقة على الزواج، بل إنني بحاجة لأن أتزوج. هل تريد أن أحدد الموعد معه أم أنك تريد وقتا للتفكير؟ أجد أن علي أن أشرح للقارئ من هو السيد هائل هذا الذي سيتزوج أمي، لكي يتصور حالتي في تلك اللحظة. في إحدى المرات، وبينما كان الزعيم في زيارة إلى إحدى البلدات النائية، وبينما كان محاطا بعدد كبير من المسؤولين الكبار والصغار، وبينما كان المكان يغص بالجماهير المحاطين بحرس الزعيم يمنعونهم من الاقتراب منه أكثر من اللازم، وبينما كانت عدسة التلفزيون المفضلة لدى الزعيم تلتقط كل حركة يقوم بها، وخاصة يده اليمنى التي ترتفع لتحيي الجماهير التي تظهر مبتهجة جدا بهذه الزيارة المباركة لبلدتها المنسية. أقول وبينما كان كل ذلك يجري على أحسن ما يرام، حدث ما لم يكن أحد يتوقعه. فقد تعثر الزعيم وفقد توازنه وكاد يسقط على الأرض لو لم يمسك به شخص ما كان يقف خلفه صدفة، لأنه لم يكن مسؤولا معروفا أو ذا قيمة، وأعتقد أنه كان يشغل منصب عضو المجلس البلدي في تلك البلدة السعيدة. An der die Mutter Fati mitgeteilt hat, dass sie den Ali Hassan heiraten wird. Was wird nun Fati? Wer ist er? Das beschäftigt mich am meisten. Er ist prominent, wahrscheinlich kennst du ihn. Ich sollte ihn kennen? Ich habe gesagt, wahrscheinlich. Es ist Ali Hassan. Ich kenne nur einen Menschen mit diesem Namen. Das ist er. Überschütte sie, deklamierte der Dichter weiter.
überschütte sie mit der Lava deines Zorns, du mein Gebieter. Ich glaube, ich muss dem Leser zunächst erklären, wer dieser Ali Hassan ist, damit er meinen Seelenzustand nachempfinden kann. Einmal geschah es, dass der Führer ein entlegenes Dorf besuchte. Als er im Kreise vieler großer und kleiner Funktionäre vor die Volksmenge trat, die ihrerseits von seiner Wache eingekreist und auf Distanz gehalten wurde, und als die Kamera des von ihm protegierten Senders jede seiner Bewegungen filmte, besonders die Geste seiner rechten Hand, mit der er die Massen grüßte, also als all dies in schönster Weise ablief, passierte etwas, womit niemand gerechnet hatte. Der große Führer straupelte. Er verlor das Gleichgewicht und wäre sicher hingefallen, hätte ihn nicht jemand im letzten Augenblick aufgefangen. Der Retter stand ganz zufällig hinter ihm. Er gehörte nicht zur gehobenen Riege der Verantwortlichen von Rang und Namen. Soviel ich weiß, war er Mitglied des Gemeinderates in jenem auserwählten Dorf. Dieser Glückspilz aber war niemand anders als Ali Hassan. Ich sage Glückspilz, weil er sein Leben lang von einem Blick oder einem Lächeln des Führers geträumt hatte. Nun wurde ihm die Ehre zuteil, den großen Führer vor einem Sturz auf dem schmutzigen Dorfplatz bewahren zu dürfen. Und all dies vor Millionen Zeugen, die Anwesenden auf dem Anger, plus die Zuschauer, die diesen gesegneten Besuch am heimischen Fernseher verfolgten. Doch einer weisen Entscheidung des Regisseurs zufolge wurde die Übertragung sofort minutenlang unterbrochen. Auch später sahen die Menschen nie, was sich ereignet hatte, denn die Strauchelszene wurde aus der Aufnahme herausgeschnitten und vernichtet. Alle Beteiligten wurden verpflichtet, die Angelegenheit zu vergessen, als wäre sie niemals geschehen. Mit keinem Sterbenswörtchen durfte der Vorfall erwähnt werden. Ich riskiere mein Leben, wenn ich hier davon berichte, Gott bewahre mich. Wer allerdings in der Nähe des Führers auf dem Platz stand und nicht gerade mit frenetischen Hochrufen beschäftigt war, wurde Augenzeuge, wie ein unbekanntes Mitglied des dörflichen Rates allen anderen, selbst seinen Leibwächtern, zuvorkam. Mit einem beherzten Ruck fuhr er ihn im rechten Augenblick unter die Achseln, bevor sein Gesäß mit dem Erdboden in Berührung kam. Danach richtete er ihn schnell und kraftvoll auf, indem er den Körper von hinten umfasste. Als er sicher war, dass der Führer wieder fest auf den Beinen stand, trat er ein wenig zurück, ohne jedoch seine Hände zurückzuziehen. Mit unglaublicher Geistesgegenwart nutzte er die Situation. Er wollte für seine Aktion belohnt werden. Der Führer wandte sich um und entdeckte, dass der Mann, der den Sturz verhindert und damit seine Ehre und Würde und seine elegante Kleidung gerettet hatte, gar nicht zu seiner Wache gehörte. Es war auch nicht sein Bodyguard, der ihm sonst auf dem Fuße folgte und immer hinter ihm stand, der sich verbeugte, wenn er sich verbeugte, der weiterging, wenn er weiterging. Nein, es war ein Mensch, der ihm vollkommen unbekannt war, den er noch nie zuvor gesehen hatte. Ein gewöhnliches Bauerngesicht, nur die Augen blickten scharf und zugleich voll grenzenloser Sehnsucht, ihm nahe zu sein und ihm dienen zu dürfen. Ein Mensch, der seine Chance suchte. Er stand vor dem großen Führer, dessen Gesicht nach dem Stolpern hochrot angelaufen war, und neigte den Kopf, als wollte er sagen, er sei es gewesen, er habe ihn gerettet und dafür erwarte er jetzt seine Belohnung. Im selben Moment, als der Führer sich aus den hilfreichen Armen des Ratsmitglieds löste, versuchte sein Bodyguard, diesen Konkurrenten zurückzustoßen. Er wollte seinem Herrn und Meister zeigen, wie energisch er einzuschreiten wusste. Der große Führer aber hob die Hand und stoppte ihn. Dann klopfte er dem Mitglied des Gemeinderates auf den Arm und sagte wohlwollend, ich danke Ihnen. ابتدى الزعيم على ملاعبة جماهيره والتلاعب بها ففي كثير من الأحيان كان يتخلف عن حضور اجتماع جماهيري أو عن حفل يقام على شرفه في حين يكون الجميع في حالة توقع لحضوره في أي لحظة إلا أنه يتغيب أو يرسل من ينوب عنه وتذهب كل الاستعدادات أدراج الرياح وبالعكس فقد يظهر في أوقات من غير متوقع ظهوره فيها إنه يتفنن في إدهاش الناس حتى أنه يضحك بصوت عالي حين يرى علامات الدهشة على وجوه الناس في إحدى المرات قرر إرسال ابنه الصغير ليفتتح سوقا خيرية وحضور الابن يستدعي مراسم مشابهة لحضور الأب من حيث حشد الجماهير المناسبة التي ستهتف باسم الزعيم أو الفرقة النحاسية أو المستقبلين من الرجال الرسميين وفي يوم افتتاح السوق الخيرية كان المحافظ قد جهز هدية مناسبة للطفل وهي عبارة عن مهرة
مزينة ليركبها الابن من أجل إسعاده. وصل الموكب فتهافت الناس وبدأت الفرقة بعزف الموسيقى العسكرية وأطلقت الألعاب النارية فوق الرؤوس. ولكن ما إن توقفت سيارة المرسيدس الحمراء التي كان الابن اعتاد التنقل بها حتى نزل منها الزعيم نفسه. يا للمفاجأة التي عقدت ألسنة الجميع. ولكن المفاجأة لم تستمر سوى ثوان قليلة، فتم استقبال الزعيم كما يجب، وتم تناسي حضور الابن، ثم قدم له المحافظ المهرة المزينة بطريقة تسعد الأطفال، فتقبلها الزعيم وهو يضحك على أعوانه. Der Hati sitzt jetzt bei seiner Freundin Lama auf dem Sofa und sieht fern einen Auftritt des Führers. Lama aber hat anderes im Sinn. Heute nun trieb der Führer mit der gewaltigen Menschenflut ein neues, bisher unbekanntes Spiel. Eigentlich war sein Benehmen kindisch. Wie sonst sollte man anders bezeichnen? Erst dieses Hin und Her am Fenster, das kurze Anhalten, das Verstecken. Dann schickte er seine Leute auf die Veranda, damit sie der Menge seine Büste zeigten. Und jetzt sogar verschiedene Teile seiner Garderobe. Ich erleichterte Lama ihre Arbeit, indem ich mich vom Sofa hochstemmte, sodass sie auch das letzte Kleidungsstück von mir abstreifen konnte. In diesem Moment erschien wieder ein Leibwächter auf der Veranda. Er trug eine Puppe in der Uniform des Führers mit sämtlichen Orden und Ehrennadeln, die ihm je verliehen wurden. Während er die Puppe nach allen Seiten drehte, brach ein unbeschreiblicher Tumult los. Unzählige Hände reckten sich empor, als könnten sie die Uniform erreichen und anfassen. Die Regie blendete Dutzende junger Mädchen ein, die schreiend und schluchzend in die Höhe sprangen. Die Szene erinnerte mich an Rockkonzerte im Westen, wo Teenager in eine ähnliche Hysterie verfallen. Sie streckten ihre Arme aus und schrien, Tränen liefen ihnen über die Wangen. Einige hielten sich kreischend den Kopf. Ich streichelte Lamas Haar, während sie ihren Mund über mich wandern ließ. Sie kniete auf dem Sofa, um meine Brust abzugrasen. Sie hatte sich angewöhnt, beim Schmusen zu stöhnen, doch nicht wie eine Frau, die in Erregung gerät. Eher klang es so, als ob sie leise und aus tiefster Seele über irgendetwas klagte. Momentan schloss ich allein aus ihren Berührungen, dass sie seufzte. Denn hören konnte ich sie nicht, dazu war der Fernseher zu laut. Mach ihn aus, bitte, raunte sie und zwickte mit ihren Zähnen in mein Ohrläppchen. Nur einen Augenblick, ich will sehen, wie weit dieser Irrsinn noch geht. Furz auf sie, sagte Lama und machte sich wieder über meine Brust her. Ich begnügte mich mit einem kurzen Auflachen, doch dann glitt ihr Mund weiter nach unten und ihre Hand eilte ihm voraus. Sie wollte mich mit allen Mitteln dazu bringen, dass ich den Fernseher ausschaltete. Aber wie hätte ich das tun können? Eben ließen sie an Stricken eine andere Uniform des Führers hinunter, gerade so tief, dass die Menge sie greifen konnte. Hände streckten sich aus, mehrere Demonstranten sprangen hoch, um einen Zipfel zu erreichen. Das Geschrei wurde womöglich noch lauter und die Menschenmenge wogte furchterregend. Plötzlich wurde die Uniform rasch hinaufgezogen und weggetragen. Denn nun erschien der große Führer selbst und der helle Wahnsinn brach aus. Welch eine theatralische Inszenierung! Nicht einmal Aristoteles war dergleichen in den Sinn gekommen, als er seine Politika schrieb, jenes Werk, in dem er die Vergöttlichung des orientalischen Königs schilderte. Auch wir sind freiwillig Sklaven. Die jüngsten Geschehnisse auf dem großen Platz vor dem Hotel sind der Beweis. Der Führer spielt mit den Menschen, mit seinen Sklaven. Er lässt seine ordengeschmückte Uniform zu ihnen hinunter und sie gebärden sich wie Verrückte, nur um sie einmal zu berühren. Er liebt den Anblick der Menge, die für ihn den Opfertod sterben würde. Und sie sterben wirklich. Als ich zu Lama unterwegs war, sah ich einige Krankenwagen ohne Sirene an mir vorbeifahren. Sie transportierten die Ohnmächtigen ab. Und das waren nicht wenige bei diesem Gedränge und dieser Hitze. Ein Arzt hat mir einmal unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut, dass bei jedem dieser Aufmärsche mehr als 100 Menschen umkommen. Sie werden niedergetrampelt oder ersticken. Und genauso viele sterben durch Verkehrsunfälle, wenn die Leute massenhaft in ihre Häuser oder in ihre Dörfer zurückkehren. Warum nur ist der Führer so auf diese Kundgebungen versessen? Hannah Arendt, die sich eingehend mit der Beziehung von Führer und Massen befasste, gelangte zu folgendem Ergebnis. Ohne den Führer sind die Massen ein Haufen, ohne die Massen ist der Führer ein Nichts. Das heißt, es gibt keinen Führer ohne Massen und keine Massen ohne Führer. Beide Akteure bedingen sich wechselseitig. Wohlgemerkt, wir sprechen hier nicht von einzelnen Menschen, die eine Menge bilden, sondern von Menschenmassen.
von der Vermassung der Menschen, die zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort ihrem Idol zujubeln. Umgekehrt glaube ich, der Führer würde sein Selbstvertrauen verlieren und in Depression verfallen, wenn er den Anblick der Massen, die überall in den Straßen seinen Namen rufen, für längere Zeit entbehren müsste. Mag sein, dass er deshalb immer wieder die Videoaufzeichnungen der Kundgebungen betrachtet. Ja, ich behaupte, er braucht diese Aufnahmen, um die Leere zwischen einer Massenveranstaltung und der nächsten zu überbrücken und sein Ego aufzubauen. Nicht umsonst bittet er seine Gäste in den Filmsaal, wo sie sich stundenlang die Mitschnitte ansehen müssen. Der Leser wird sich erinnern, dass auch Ali Hassan, der meine Mutter heiraten will, dorthin eingeladen wurde. الآن سأقرأ مقالة كتبتها بعد الأحداث في سوريا. حلب مدينة الموسيقى والحرب. في كل مرة أسمع فيها خبرا جديدا في وسائل الإعلام عن المعارك الجارية في مدينة حلب، أصاب بالذعر فأهرع إلى الهاتف وأبدأ بالاتصال لأطمئن على أحبتي هناك. أنا بعيد عن المدينة منذ أكثر من سنة، والأخبار أصبحت مقلقة أكثر، وبالتالي يزداد اتصالي بالهواتف، ولكن الهواتف لا تعمل عندما تريدها أن تعمل. أتصل بموبايل ابني أولا لأطمئن عليه وعلى زوجته. لقد تزوج قبل 8 أشهر وأخبرني بأنهم اضطروا لرفع صوت الموسيقى ليغطوا على أصوات القصف وتبادل النيران. تزوجوا على ضوء الشموع، وقد استعد لذلك بكمية كبيرة من الشموع والبطاريات لتشغيل جهاز الموسيقى. أطمئن أيضا على أمي ذات 86 عاما، والتي كنا نجتمع حولها لتغني لنا بصوتها الشجي. كانت فاتنة بصوتها حين كانت صبية، وعندما جاءت جنتلمان الذي هو أبي ليخطبها من أبيها، كان أول سؤال سأله إياه جدي هو إن كان يحب الموسيقى والغناء. احتار أبي ماذا يقول، خاف أن يغلط بالجواب فيخسر العروس. قال له جدي إن لابنته صوتا شجيا، وهو يحب غناءها ولا يريد أن تتزوج من رجل يقمعها ويمنعها عن الغناء. كانت تغني لنفسها في الفراش لتنام، أما الآن فهي تنام على أصوات المدافع ولعلعات الرصاص، وتطمئنني دائما بأنها مرتاحة وآمنة. تشتهر مدينة حلب بحبها للموسيقى، وقد نافست عواصم موسيقية مهمة كالقاهرة وتونس واسطنبول في إحياء التراث الموسيقي الشرقي ووضع مقامات موسيقية غير معروفة سابقا. ويقال أنه لا يخلو بيت في المدينة من وجود آلة موسيقية، وفي كثير من الأحيان تتناسر أجزاء آلة عود حطمته قذيفة أصابت أحد البيوت هذه الأيام. وقد كان جدي رجل دين عاشقا للموسيقى، ولم يكن هذا غريبا، فالكثيرون من المغنين والملحنين المعروفين الآن كانوا رجال دين، مثل الشيخ عمر بطش وبكري كردي وصبري مدلل، الذين وإلى الآن ما تزال أغانيهم حية ويعيد المغنون الحاليون غناءها. بينما لجلال الدين الرومي مكانة كبيرة في نفوس أهل المدينة وشيوخها بسبب اقتران طريقة الصوفية المولوية بموسيقى الناعي، وكان الشيوخ يحجون إلى مدينة قونيا في تركيا لزيارة ضريحه والصلاة فيه. Das ist ein Essay über die Heimatstadt von Nihat Süris, Aleppo. Das Buch gibt es hier nicht zu kaufen, aber es erschien bei Edition. Hallo. Ein Essay über die Heimatstadt von Nihat Süris, Aleppo. Und das habe ich leider nicht geschafft zu besorgen, aber es gibt es im Buchhandel. Das ist ganz neu, Edition Faust. Bist du ans Mikrofon näher ran? Dann haben alle was davon. Danke. Aleppo, Stadt der Musik und des Krieges.
Jedes Mal, wenn ich in den Medien neue Nachrichten über die Kämpfe in Aleppo höre, gerate ich in Panik und eile zum Telefon, um mit meinen Liebsten zu sprechen. Ich lebe schon seit geraumer Zeit nicht mehr dort und die Entwicklungen werden von Tag zu Tag besorgniserregender. Immer häufiger rufe ich dort an, doch das Telefon funktioniert nicht, wenn es soll. Ich versuche, meinen Sohn auf dem Handy zu erreichen, um mich nach ihm und seiner Frau zu erkundigen. Vor 8 Monaten haben sie geheiratet und er erzählte mir damals, sie hätten die Musik laut aufdrehen müssen, um das Bombardement und die Schüsse zu übertönen. Für die Hochzeitsfeier hatte er eine Unmenge Kerzen sowie Batterien für die Musikanlage besorgt. Ich erkundige mich nach meiner 86-jährigen Mutter, die uns früher mit ihrer ergreifenden Stimme vorgesungen hat. Sie war ein verführerisches Mädchen gewesen und als ein Gentleman, der mein Vater werden sollte, bei ihrem Vater um ihre Hand angehalten hatte, fragte ihn mein Großvater als erstes, ob er Musik und Gesang liebe. Aus Angst davor, einen Fehler zu machen und die Braut zu verlieren, wusste mein Vater nicht, was er darauf antworten sollte. Da erklärte mein Großvater, seine Tochter habe eine anrührende Stimme und weil er ihren Gesang liebe, wolle er nicht, dass sie jemanden heirate, der sie unterdrücke und ihr das Singen verbiete. Früher sang meine Mutter sich selbst in den Schlaf. Heute schläft sie beim Donnern der Kanonen und beim Sirren der Kugeln und versucht mich jedes Mal mit den Worten zu beruhigen, es gehe ihr gut und sie sei sicher. Aleppo ist für seine Liebe zur Musik berühmt. Es konkurrierte früher mit den wichtigsten musikalischen Zentren wie Kairo und Tunis, wenn es um die Bewahrung des orientalischen musikalischen Erbes und die Erfindung bisher unbekannter Tonarten ging. In der Stadt gäbe es in jedem Haus ein Musikinstrument, erzählte man sich. Heutzutage kommt es häufig vor, dass in Aleppo die Trümmer einer arabischen Laute durch die Luft fliegen, die von einer Granate zerstört wurde. Mein Großvater war ein Geistlicher, der die Musik liebte, was durchaus nicht ungewöhnlich war. Viele heute bekannte Sänger und Komponisten waren ehemals Männer der Religion. Sheikh Omar al-Batsch, Bakri Kurdi und Sabri al-Mudallal. Und ihre Lieder wurden bis in die heutige Zeit gesungen. Auch Jalal al-Din Rumi nimmt im Herzen der Menschen von Aleppo und der Scheichs einen Platz ein, weil die orientalische Flöte eine große Rolle für seinen Mystikerorden gespielt hat. In früheren Zeiten pflegten die Scheichs sogar in die türkische Stadt Konya zu pilgern, um an seinem Grab zu beten. Diese enge Beziehung zur Musik beschränkte sich in Aleppo jedoch nicht ausschließlich auf die Männer. Nicht nur mein Großvater hatte alle seine 7 Töchter dazu angespornt, ein Instrument oder das Singen zu erlernen. Frauen wurden häufig von ihren Vätern und Ehemännern ermutigt, sich der Musik zu widmen. Aus diesem Grund gab es in Aleppo viele berühmte Sängerinnen und in zahlreichen Aleppinerhäusern wurden Frauenkonzerte veranstaltet, zu denen sich die wichtigsten weiblichen Persönlichkeiten der Stadt einfanden und auf denen stadtbekannte Sängerinnen und Musikerinnen aufspielten. Meine Sorge um die Stadt und meine angstvollen Nachrichten über die Zerstörungen ist deshalb mit einer tiefen Sorge um das kulturelle Erbe der Stadt um Musik und Musiker verbunden. Im Jahr 1997 hatte ich für meinen Roman »Ein Zustand der Begierde« einige Interviews in Aleppo geführt. Der Roman handelt von den Banat al-Ishra-Frauen, die enge Beziehungen zu anderen Frauen pflegten und die ganze Abende miteinander sangen, tanzten und plauderten. Jede Frau pflegte neben ihrer Freundin zu sitzen, die Atmosphäre war geschwängert von Liebe, Eifersucht, Koketterie und Tadel und jede Sängerin richtete sich, wenn sie an die Reihe kam, mit ihrem Lied an ihre Gefährtin. Die Lieder wurden Al-Ataba genannt, ein Wort, bei dem im Arabischen die Bedeutungen Klage und Beschwerde mitschwingen. Dieses Phänomen war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Aleppo weit verbreitet. Besonders bemerkenswert ist, dass die Männer sich keineswegs verärgert zeigten, wenn sie erfuhren, dass ihre Frauen zu diesen Banat al-Ishra gehörten. Ich hatte von 2 solcher Frauen erfahren, die miteinander lebten. Um sie kennenzulernen, verabredete ich telefonisch einen Termin. Ihr im traditionellen arabischen Stil gebautes Haus lag neben der Zitadelle in einem alten Aleppiner Stadtviertel. Eine betagte Hausangestellte öffnete mir die Tür und hieß mich im Hof des Hauses Platz nehmen. In der Mitte des Hofes befand sich ein Wasserbecken. Drumherum standen Jasminsträucher und Blumenkübel. Ich schlürfte den Kaffee, den die Hausangestellte mir gebracht hatte, und nahm das Haus in Augenschein. Es war ein ruhiger, angenehmer Ort, der einem die Geschichte erspüren ließ. Viele dieser traditionellen arabischen Häuser waren in den letzten Jahren von Immobilienhändlern aufgekauft
und unter der Leitung spezialisierter Architekten restauriert worden, auf dass die Käufer darin wie in einem Märchen aus Tausend und einer Nacht leben würden. Eine halbe Stunde später trafen die beiden Frauen ein, die im nahegelegenen Hammam ein Bad genommen hatten. Die wunderschöne Ahlam mit den schwarzen Augen und ihre Freundin, die sich den Namen Hamid zugelegt hatte, einen ausgesprochenen Männernamen, und die mich an die starken Helden der ägyptischen Filme der 1960er Jahre erinnerte. Hamid machte mit ihrem Kurzhaarschnitt, ihrer Kleidung und der Art, wie sie ging, saß und Zigaretten rauchte, ihrem Namen alle Ehre. Und als sei sie tatsächlich der Ehemann von Alam, hatte sie ihr sogar einen Friseursalon gekauft. Der sollte ihr ein Einkommen garantieren, würde Hamid, was Gott verhüten möge, frühzeitig der Tod ereilen. Hamid war eine erstklassige Hochzeitssängerin und stadtbekannt. Wenn sie auftrat, drängten sich die Frauen in den Sälen, um ihr zu lauschen. Und weil sie sich wie ein Mann benahm, stiegen die Frauen gar auf die Bühne, um neben Hamid zu tanzen und sie zu berühren, während sie das Brautpaar besang. Ich mochte diese beiden Frauen und besuchte sie, so oft es die Umstände erlaubten. Ich hörte zu, wenn Hamid, die ältere und erfahrenere der beiden, Geschichten über die Banat al-Ishra erzählte. Als mein Roman erschien, besuchte ich sie erneut und schenkte ihnen ein Exemplar mit einer Widmung, weil die Protagonistin der Geschichte große Ähnlichkeit mit Hamid aufwies. 10 Jahre später erfuhr ich, dass die passionierte Raucherin Hamid nach kurzem Kampf gegen den Lungenkrebs gestorben war. Als ich meinen Kondolenzbesuch abstattete, war der Hof voller mürrisch dreinblickender Männer, während das Weinen der weiblichen Fans von Hamid aus den Zimmern drang. Später, nachdem ich Aleppo verlassen hatte, versuchte ich immer wieder, Alam telefonisch zu erreichen. Manchmal war die Leitung tot, manchmal hob einfach niemand den Hörer ab. Schließlich vermutete ich, dass die Nummer nicht mehr existierte oder Alam ganz einfach das Haus verlassen hatte. Ich wollte die Hoffnung schon aufgeben, als ich schließlich doch Alams wunderschöne weibliche Stimme am anderen Ende der Leitung vernahm. Als ich ihr sagte, wer ich war, schwieg sie einen Augenblick. An mein Ohr drang währenddessen das Geräusch von Schüssen und einer nicht allzu weit entfernten Explosion. Vor lauter Angst stotterte und weinte Alam, während sie sprach. Eine ganze Stunde redeten wir miteinander, oder besser gesagt, drängte ich sie zum Reden, damit sie ihre Angst vergaß. Als ich schließlich auflegte, war ich so aufgewühlt, dass an Arbeiten nicht mehr zu denken war. Alam hatte erzählt, dass sie sich einsam fühlte. Sie lebte allein und das Haus kam ihr verlassen vor. Sie hatte keinen Ort mehr, wohin sie gehen konnte, denn der Friseursalon, den Hamid ihr für ihr Auskommen gekauft hatte, war durch die Kämpfe zerstört worden. Das ganze Haus war von mehreren Granaten getroffen worden und der Salon vollkommen ausgebrannt. Auch dort, wo sie wohnte, war in der Nachbarschaft eine Granate eingeschlagen und hatte einen Teil der Verbindungsmauer der beiden Häuser zerstört. Wie Regen seien die Steine in ihren Hof mit dem Bassin in der Mitte geprasselt, erzählte sie. Und nur weil sie sich innerhalb des Hauses aufgehalten habe, sei ihr nichts geschehen. Die Regierung hatte zudem einen Scharfschützen am Eingang des Viertels postiert, der von oben auf die Passanten, Männer und manchmal auch Frauen, schoss. Der Scharfschütze flößte ihr solche Angst ein, dass sie lieber zu Hause bleiben und verhungern wollte, statt hinauszugehen und etwas zu essen zu kaufen. Eines Tages aber hörte sie ein Klopfen an der Tür und nachdem sie ihren ganzen Mut zusammengenommen hatte, öffnete sie. Ein 8-jähriger Junge aus der Nachbarschaft, den sie zu kennen glaubte, stand vor der Tür. Er sei von seinem Vater geschickt worden, um sie zu fragen, ob sie etwas benötige. Er wolle gerne helfen. Und von jenem Tag an kaufte der Junge Brot, Gemüse und andere Dinge in den weit entfernten Geschäften für sie ein. Einmal hörte Alam das Brummen eines Flugzeuges, gefolgt vom Knall einer ungeheuren Explosion. Eine seltsame Angst habe sich schwer auf ihre Brust gelegt und ihr das Gefühl vermittelt, dass etwas ganz Schreckliches passiert sei, erzählte sie und begann wieder zu weinen. Seit jenem Tag kam der Junge nicht mehr. Also blieb ihr nichts anderes übrig, als selbst hinauszugehen, wenn sie nicht verhungern wollte. Sie verließ das Haus, forderte den Heckenschützen heraus und im Lebensmittelladen traf sie die Nachricht wie ein Schlag. Das Flugzeug, dessen Brummen sie gehört hatte, hatte die Warteschlange vor einer Bäckerei bombardiert. Viele Menschen waren getötet worden, vor allem Kinder. Einer von ihnen war der Junge gewesen. Die fröhlichen Tage seien für immer vorbei, sagte sie. Sie höre keine Musik und keinen Gesang mehr in den zauberhaften Aleppiner Nächten. Glücklich hätten sie früher für ihre Liebsten gesungen und getanzt, doch heutzutage übertöne das Geräusch der Kämpfe und der Bomben den Klang der Geige.